heute geht es um ein thematisches Update. Und jetzt habe ich das erste Mal wieder, nachdem die AOL-Webseite umgestaltet wurde, da auch bestellt. Ich fand zwar immer die Paketideen ganz gut, aber bisher hat mich da kein Paket gepackt. Diesmal auch nicht, aber es geht thematisch in eine andere Richtung. Ich finde, bei AOL kann man immer ganz gut kleine versteckte Schätze finden. Ich hole mal gerade den Boost raus. Ja. Da lag noch ein Brief dazwischen. So, Lotto-Rabatt. Eins dieser besagten AOL, diese Zeichen, die man in letzter Zeit schon öfter gesehen hat. Ein bisschen geknickt. Ja, was mir unverständlich ist, die haben das in einem Papierpäckchen verschickt. Und da waren aber CDs drin. Also ich glaube, ich persönlich würde CDs nur verschicken in einem Karton. Ja, geht. Schauen wir mal, ob wir alles drin haben. So. Erstmal haben wir hier drei Hörbücher, was die Thematik so ein bisschen erschließt. Wir haben einmal das Schwarze Auge von Ulrich Kirchsoff, der Götter, der einen ganzen Tag sprechen auf Arbeit und dann lesen. Entschuldigung, ich halte es in die falsche Richtung. Der Göttergleiche. Langes Wort. Langes Wort. So sieht's aus, ganz schlicht. Aber das Schwarze Auge hat mich eh schon immer angezogen, sowohl als Videospiel als auch als Bücher. Es geht halt ganz typisch wieder um eine Heldenreise in Aventurien, in dem ja grundsätzlich alle, soweit ich das überblicken kann, allen wichtigen Völker vertreten sind. Und wir folgen anscheinend drei Helden, die sich in einer Kneipe treffen und dann entschließen, sich irgendwie auf ein Abenteuer zu begeben. Wie das so immer ist in Helden eben. 59 Minuten Spielzeit, eine CD. Schauen wir mal, ob mir das gefällt. Das ist zumindest ist mal ganz gut zum Reinschnuppern. Dann haben wir The Walking Dead, Folge 1. Ist ja auch eher was Gruseliges in die Richtung. Ich kenne das Spiel von Dedelic Entertainment dazu. Und ich kenne irgendeine Folge aus der Serie, aber ich habe die Serie nicht wirklich verfolgt. Die hat mich dann nicht so interessiert. Auf jeden Fall ist es ein typisches Zombie-Szenario. So gut wie fast alle Menschen außer kleine ausgewählte Gruppen sind Zombies. Die müssen sich halt durch diese Zombie-Apokalypse durchschlagen. Und da entsteht halt, geht es halt wirklich eher um die Gruppendynamik untereinander als um das große Ziel. Weil das große Ziel auch einfach so weit weg ist. Also die Epidemie zu überleben oder zu lösen. Das ist einfach so weit weg, das kann einfach noch gar kein Gegenstand dessen sein. Deswegen geht es hier eher so um die Aufbau der Gruppendynamik etc. pp. So, dann habe ich noch von Lina Jackson, 80 Days, die Farbe des Verlangens. Davon gibt es ja diese ganze Reihe. Ja, das ist die vollständige Lesung, eine MP3-CD, 8 Stunden 25 Minuten. Mal gucken, ob ich das durchhalte. Das kam ja so raus nach Fifty Shades of Grey und da wusste ich schon, oh, das kann nur scheiße sein, Fifty Shades of Grey. Das habe ich mir auch nicht angetan, also nach den Rezensionen von den Leuten, wo ich wusste, dass die so meinen Geschmack haben, muss ich nicht lesen. Ja, und hier geht es halt um eine russische Tänzerin und die hat irgendwie einen attraktiven, rätselhaften Bernsteinhändler, was ich mal einen neuen Beruf fand. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Es ist nicht dieser Sänger, Musiker, Polizist, diese typischen Dinge. Ja, doch er verschwindet viele Monate lang. Und trotzdem kann sie aber ihn nicht aus dem Kopf kriegen und ich denke mal am Ende kriegt sie ihn, höchstwahrscheinlich. Ja, das werde ich dann tief nachts hören, wenn keiner da ist, weil das ja wahrscheinlich doch relativ erotische Szenen mit drin hat. Bernsteinhändler stelle ich mir auch einen angenehmen Beruf vor. Es scheint mir, glaube ich, ganz ruhig zu sein. Ja, dann noch zwei Sachen, die zu der Thematik, kenne ich nicht, habe ich nie vorher von gehört, passen. Das erste war jetzt die Hörbuchthematik, jetzt kommt das hier. Das hier sind 30 Postkarten zum Thema Vampire. Das fand ich sehr interessant.
Die Gestalt des Vampires hat es Künstlern aller Epochen gestattet, die klassischen Themen von Unsterblichkeit, Furcht und Lust zu erkunden. Also es sind wohl auch Karten von verschiedenen Künstlern. Da würde ich gleich mal einen kleinen Blick reinwerfen. Weil die hinten drauf waren, davon hat mich ungefähr so 50% überzeugt und die anderen 50% nicht. Aber ich liebe halt Kunst über alles. Und sobald etwas Schönes in mein Gesichtsfeld kommt, muss ich es haben. Vor allen Dingen, wenn es nur 2 Euro gekostet hat oder 1. 1 oder 2. Das war auch der ausschlaggebende Grund, warum ich bestellt habe tatsächlich. Dann habe ich noch etwas anderes Schönes gefunden. Au. Okay, es hat einen sehr ulkigen Umschlag, den ich nicht verstehe. Ah, okay. Also es hat einen sehr langen Umschlag. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt wieder so hinkriege, wie er da war. Ja, so, so. Und die kann man wirklich alle raustrennen anscheinend. Und es gibt einige computergezeichnete. Und einige Fotografien. Oh, das ist ein schönes Beispiel, das zeige ich euch mal. Das typische Buntopfer. Ich setze mal. Ja, die Seiten sind sehr dick, sehr qualitativ hochwertig. Also wenn ihr so auf Vampire steht, könnte das was für euch sein. Der sieht ein bisschen aus wie Edward. Ist es Edward? Nein, es geht um seine Augen. Ja, oh, das ist auch sehr schön. Und es gibt auch ein gezeichnetes mindestens. Das schaue ich mir gleich noch genauer an. Und letztens thematisch eine Sache wieder, kannte ich nicht. Wusste ich nicht, dass es gibt. Klang aber mega cool und ich wusste gar nicht, dass es so dick ist. Ich dachte, da kommt ein kleines Büchchen bei rum. Post Secret. Da geht es um Sammlungen von Postkarten und Texten, wo die Autoren einfach unbekannt sind. Und diese Postkarten haben wohl den Zusammensteller dieser Sammlung so berührt, dass sie ihn dazu veranlasst haben, dieses Buch hier zu gestalten. Na, schauen wir mal, es sind hauptsächlich wirklich kurze Postkarten. Das werde ich sehr interessant finden. Ich gebe euch mal einen Sneak Peek. So sieht zum Beispiel eine Seite dann aus. Und das ist schon eine Sammlung, die mich interessiert. Ich würde auch tatsächlich Post, ich würde wirklich, wirklich gerne so einen kleinen, kleinen Einblick in die Post von anderen Leuten haben, weil mich das tatsächlich wirklich sehr interessiert, was andere Leute so schreiben in ihren Briefen. Weil da hat ja jeder doch so seinen eigenen Stil und sein eigenes, naja, ich schreibe zum Beispiel nicht, mir geht's gut oder mir geht's nicht gut, sondern ich schreibe halt sehr viel über Erlebnisse, wenn ich Briefe schreibe. Oder Postkarten. Und andere schreiben halt mehr sich, ich bezogen und ach, diese ganzen, das interessiert mich schon. Wenn man da ja auch viele Geheimnisse preisgibt in Briefen oder Postkarten tatsächlich auch. Ja, wie hat euch der kleine Einblick gefallen? Das ist momentan so das Repertoire, was Avell an interessanten Sachen bietet. Es gibt auch wieder viele Pakete, wo ich die Grundidee gut finde, aber da muss halt was für mich dabei sein. Da gab es noch ein Psychologie-Paket, was ich interessant fand, aber dafür habe ich einfach gerade nicht die Muße, das zu lesen. Und so was zum Durchblättern, das ist heute Abend schon durch, denke ich. Und auf jeden Fall eine interessante Sammlung. Ja, ihr könnt mir ja mal sagen, was euch davon am meisten interessiert, was ihr euch vielleicht auch gekauft hättet oder was ihr euch, was ihr schon habt, was ihr schon kennt. Ja, und dann was das für heute mit den neuen Sachen. Tudelü. Ich möchte noch schnell einen kleinen Zusatz hinterher werfen. Ich habe jetzt das Postkartenbuch und die Postkarten an sich ein bisschen studiert. Die habe ich aber noch nicht angefangen, weil das eine längerfristige Sache ist. Jedenfalls fand ich das Postkartenbuch ganz gut. Man muss sich allerdings darauf einstellen, dass es ein bisschen deprimierend ist an einigen Stellen natürlich, weil ja da Leute ihre Geheimnisse verraten. Die schicken ja eine Postkarte an diese Organisation, um eines ihrer Geheimnisse loszuwerden und das zu verraten. Ja, also gebraucht zu kaufen ist eigentlich ganz okay.
da gibt es wohl auch mehrere Bände von, habe ich herausgelesen. Aber ich glaube, wenn ich es mir neu kaufen würde, wäre es mir ein bisschen zu teuer, tatsächlich. Einfach, weil man relativ wenig Text hat und ich halt jemand bin, der viel Text braucht. Sonst würde ich auch mehr Comics und sowas lesen. Aber ich brauche halt mehr Text. Und das Postkartenheftchen ist ganz schön. Es gibt einige, die mir sehr gut gefallen, und andere natürlich, die mir nicht so gut gefallen. Und was eigentlich der Clou dabei ist, hinten drauf steht immer noch mal so ein kurzer Text, von wem ist es, warum ist es so, was stellt das dar? Nur damit ihr das mal jetzt als Nachtrag gehört habt. Die Hörbücher kommen dann irgendwann mal in einer Sendung, wenn ich sie dann mal gehört habe. Gut, ich hoffe, euch hat das hier gefallen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welches dieser Hörbücher euch am meisten interessieren würde. Und dann sehen wir uns beim nächsten thematischen Unpacking. Tschüss.